Geht los. Okay. Soll ich starten oder Ja, sind du die darfst Leute schon starten. drin? Okay, also hallo, guten Abend. Ich bin Leonhard Lambrecht vom Laboratorium und die Veranstaltung heute Abend mit Merle Stöver hätte eigentlich im Laboratorium stattfinden sollen. Wir bedauern es sehr, dass wir das nicht von Angesicht zu Angesicht machen können aufgrund der Corona-Umstände im Moment. Aber es geht auch online, was wir festgestellt haben vorher im Vorgespräch, dass es leider noch nicht geht, online mal ein Guinness rüber zu schicken oder ein helles Hefe oder sowas in der Richtung. Aber es ist besser so als gar nicht. Und ich freue mich auf diese Veranstaltung mit der Merle Stöver. Ich wünsche allen, die drin sind, viel Spaß. Hallo, ich Oder bin nee. Mint Schredle von der Stuttgarter Gruppe Emanzipation und Frieden oder auch Emma und Fritz. Wie schon erwähnt, es ist sehr traurig, dass wir die aktuelle Veranstaltung heute nicht in Präsenz führen können, aber anbetracht des aktuellen Infektionsgeschehens einfach die vernünftigere Variante haben wir ausdiskutiert. Wir sind eine Gruppe, die verschiedene Veranstaltungen plant, Vorträge, die auch Texte schreibt, Audiodateien online zur Verfügung stellt. Und heute Abend haben wir Merle Stöver zu Gast, die aus Berlin zugeschaltet ist, die zu Antisemitismus, Antiziganismus und dem Geschlechterverhältnis forscht, schwerpunktmäßig und jetzt inzwischen auch wissenschaftliche Mitarbeiterin ist beim vom Bundestag beschlossenen Ausstellungsprojekt zur Verfolgung der vermeintlichen asozialen und Berufsverbrecher im Nationalsozialismus. Sie wird gleich den Vortrag halten. Und ja, ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und würde sagen, dann erteile ich Merle an dieser Stelle das Wort und schalte mich erstmal stumm. Alles klar, vielen Dank. Ich gebe gleich an meine PowerPoint frei. Min, du kannst mir gleich mal kurz sagen, ob das alles funktioniert. Ihr seht die, oder? Ja, wir sehen die wunderbar. Alles klar, super. Okay, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich wiederhole das Ganze jetzt auch nochmal. Ich hätte mich natürlich gefreut, jetzt in Stuttgart zu sein. Und damit auch die Möglichkeit zu haben, nochmal ganz anders zu diskutieren, als das natürlich über Zoom immer geht. Aber angesichts der vierten Welle momentan scheinen wir auf jeden Fall alle zu Hause besser aufgehoben zu sein. Und dann machen wir einfach das Beste aus dem, wie es jetzt geht. Bei den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992 handelt es sich um die massivsten rassistischen Ausschreitungen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Ausschreitungen werden meist im Kontext der Baseballschlägerjahre, des Erstarkens rechter Gewalt und nationalistischer Mobilmachung genannt. Und auch wenn das natürlich zutrifft, verliert sich so vielleicht das Spezifische der Ausschreitung in Lichtenhagen, das auf andere Übergriffe in dieser Zeit so nicht zutrifft. Ausgeklammert, wenn nicht vielleicht sogar verdrängt, wird die Bedeutung, die der Antiziganismus für die Ausschreitungen hatte. Dieser ist jedoch, und das will ich in den nächsten 45, 50 Minuten nachzeichnen, in zweierlei Hinsicht sehr zentral. Die Zuspitzung der Gewalt richtete sich nämlich zunächst vor allem gegen rumänische AsylbewerberInnen, die kollektiv zu Zigeunern und zur Projektionsfläche für antiziganistische Ressentiments gemacht wurden. Im Dezember 1992 wurde schließlich, und das ist dann der zweite zentrale Punkt, die Verschärfung des Asylrechts, die euphemistisch als Kompromiss bezeichnet wurde, auf Grundlage antiziganistischer Ressentiments beschlossen. Der Titel meines Vortrags, Der Antiziganismus der sauberen Deutschen, liegt eines bereits nahe. Im Fokus meiner Überlegungen stehen die Angreifer, also diejenigen, die über Monate zur Hetze beigetragen haben, die bereit waren, ein Bündnis mit Neonazis einzugehen und die auch im Angesicht der brennenden Unterkunft die Schuld noch bei den AsylbewerberInnen selbst sahen. Das möchte ich auch darin deutlich machen, wie ich bestimmte Begriffe verwende. Wenn ich im Folgenden von den tatsächlich existierenden Personen spreche, versuche ich so präzise wie möglich zu sein, also sie zum Beispiel als
als Romja, als RumänInnen oder AsylbewerberInnen zu bezeichnen. Wenn ich aber von dem antiziganistischen Phantasma ausgehe, also dem Ergebnis von Projektionen, geht es eben nicht um real existierende Personen. Und deshalb spreche ich dann dort, um zwischen Realität und Wahnvorstellung zu unterscheiden, von dem, wozu sie gemacht wurden, nämlich von, in Anführungszeichen, Zigeunern. Diese Unterscheidung verdeutlicht, dass der Antiziganismus als Denkform, als Art, die Welt wahrzunehmen, nicht Romja und Sintize braucht oder gar von ihnen verursacht wird, sondern sich gegen diejenigen richtet, die ihm als Zigeuner erscheinen. Ich werde in dem Vortrag heute Abend relativ chronologisch vorgehen und die Zeit vor dem Pogrom, das Pogrom selbst und die Zeit danach beleuchten. Dabei werde ich dann immer wieder einordnen, wie ich die Geschehnisse in Lichtenhagen deuten würde. Und am Ende möchte ich dann noch auf die Kontinuitäten des Antiziganismus eingehen und damit dann auch in die Diskussion überleiten. 1990 stimmten die neuen Bundesländer mit dem Beitritt der DDR zur BRD auch dem Asylverfahrensgesetz und damit verbunden auch der Schaffung von Erstaufnahmeeinrichtungen zu. Im Dezember wurde daher die ZAST, die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen eröffnet. Die Ankunft der Schutzsuchenden, insbesondere derer, die aus Rumänien ankamen, wurde in den Folgemonaten fast täglich kommentiert und war juristisch zum Besten gegeben. Die Medien, allen voran die Lokalzeitungen, druckten all dies bereitwillig ab. Von Anfang an meinte man, alles über die Ankommenden und ihr angebliches So-Sein zu wissen. Während Zeitungen und AnwohnerInnen über andere migrantische Gruppen, also zum Beispiel die vietnamesischen VertragsarbeiterInnen, die bosnischen Bürgerkriegsflüchtlinge oder jüdische Kontingentflüchtlinge aus der Sowjetunion, während sie über die oftmals Positives zu berichten hatten, häuften sich die Gerüchte über die vermeintlich illegale Einwanderung rumänischer AsylbewerberInnen und über Schlepperbanden, die diese vermeintlich mit LKWs direkt vor der ZAST ablüden. Flankiert wurden vermeintliche AugenzeugInnenberichte von politischen Entscheidungen. Na, und jetzt sollte die Folie, ja, von politischen Entscheidungen. So behauptete Innensenator Peter Magdams, dass er gegen Bargeldauszahlung sei, weil die rumänischen AsylbewerberInnen, Zitat, zu Hause umgerechnet 3 Mark verdienen. Hier bekommen sie 10 Mark Sozialhilfe. Selbst wenn sie, so Magdans dann weiter, nach Monaten abgeschoben werden, hat es sich für sie gelohnt, wenn sie das Geld sparen und es zu Hause wieder eintauschen. Hinter den Asylanträgen glaubte man also, vermeintliche Sozialschmarotzer enttarnt zu haben, die mit der Aussicht auf lukrative Geschäfte auf Staatskosten nach Rostock gekommen seien. Im Juni und Juli 1992 wurde der Andrang von ErstantragstellerInnen so groß, dass die ZAST überbelegt war. AsylbewerberInnen wurden zunächst auf Turnhallen und Zelte verteilt und schließlich mussten sie sogar auf der Wiese vor der ZAST ausharren. Teilweise warteten sie dort sogar mehrere Tage, ohne Lebensmittel, ohne Zugang zu sanitären Anlagen, bei jeder Zeit Tag und Nacht. Und trotzdem verweigerte der Rostocker Innensenator Magdans weiterhin eine bessere Unterbringung mit dem Argument, dass dann der Andrang neuer AsylbewerberInnen nur größer werde. Klaus Kielimann, der Oberbürgermeister der Stadt Rostock, lehnte sogar die Aufstellung mobiler Toiletten ab, denn das hätte, so Kielimann, nur einen Zustand legalisiert, den man nicht haben wolle. Anstatt die sich zunehmend verschlechternden Zustände auf der Wiese vor der ZAST auf das politische Versagen, respektive ja sogar Kalkül zurückzuführen, meinte man zu wissen, dass es sich bei dem akribisch Dokumentierten um die angebliche fremde kollektive Lebensweise derjenigen handele, die kollektiv zu dem Phantasma Zigeuner zusammengefasst wurden.
AnwohnerInnen berichteten, dass, und ich fasse einen Artikel zusammen, die Grünanlagen durch diverse Abfälle, Decken, Matratzen und Ähnliches verschmutzt seien und die Gehölze in der Nähe des Heimes, die den Wäscheplatz umgeben, von den AsylbewerberInnen dazu benutzt würden, ihre Notdurft zu verrichten. Eine Anwohnerin schließt, Zitat, wir leben seit Monaten unter schlimmen hygienischen Bedingungen und eigentlich offenbart sie genau damit ihren eklatanten Mangel an Empathie für diejenigen, die dort auf der Wiese ausharren mussten. In weiteren Beiträgen wird dieses Ausharren, also dieses Warten, als faules Herumlungern beschrieben, als eine Form der Nichtarbeit. Das meinte auch ein 13-Jähriger gegenüber den norddeutschen neuesten Nachrichten. Zitat, wie die Ausländer hier rumgammeln, ist totaler Mist. Die Politiker sollten unbedingt mal herkommen und sich das ansehen. Doch ihnen wurde eben nicht nur vorgeworfen, in Faulheit und Nichtstun auf Staatskosten zu zerfließen, sondern gleichzeitig die ehrlich Arbeitenden auszurauben. So behauptete der Leiter eines Supermarktes neben der Zast, dass es durchweg Rumänen seien, die vor allem Schnaps und abgepackte Wurst mitgehen ließen. Auch in Weitendorf würden sich, so die norddeutschen neuesten Nachrichten, im Juli 92 die Diebstähle häufen. Mal ist es die Wäsche von der Leine, mal sind es Früchte aus dem Garten, mal ist es ein Portemonnaie. Doch nicht immer bliebe es bei kleinerer Beute, so behauptete ein Rentner gegenüber den norddeutschen neuesten Nachrichten, dass zentnerweise Obst und Gemüse aus den Gärten geklaut würde und, so der Mann weiter, selbst die Hühner werden vor unseren Augen weggefangen. Zusätzlich beinhalten die Projektionen die Vorstellung eines unzivilisierten und gänzlich destruktiven Verhaltens. Frauen würden belästigt und könnten sich nicht einmal mehr alleine auf die Straße trauen. Und auch nicht nur auf der Wiese und an öffentlichen Plätzen sei es zu Problemen gekommen, auch in der Zast sei destruktives Verhalten an der Tagesordnung. So behauptete der Ausländerbeauftragte des Landes, Winfried Rusch, dass jeden Monat 25 bis 50 Türen ersetzt werden müssten. Diese seien eingetreten worden, um in leerstehende Wohnungen innerhalb des Heimes zu gelangen. Die Wohnungen in der Zast würden dem technischen Leiter der Einrichtung zufolge oft verwüstet zurückgelassen. Der Schaden geht in die Tausende. Alles, was glänzt, wird grundsätzlich abgebaut. Die Benutzung der Toilette ist unüblich. Wer nachts lieber draußen schläft, schmeißt seine Matratze kurzerhand aus dem Fenster. Jedoch bleibt es eben nicht dabei. So heißt es in dem Artikel weiter. Das Schlimmste konnte er gerade noch verhindern, als er kürzlich eine Roma-Familie in ihrer Einraumwohnung beim Grillen überraschte. Auf dem Balkon gefangene Möwen drehten sich über einem Lagerfeuer aus Zastmöbeln. Also gerade bei dem letzten Beispiel, also bei diesem Artikel Möwen grillen in einer Einraumwohnung, ist es mehr als offensichtlich, aber auch bei allen anderen Vorstellungen, die ich beschrieben habe, dass es sich natürlich um Projektionen handelt. Also die, wenn wir sie näher anschauen, in erster Linie Auskunft über die Projizierenden geben. Das fügt sich in Rostock-Lichtenhagen zu einem Bild zusammen, das völlig losgelöst von den äußeren Umständen die antiziganistische Vorstellung einer vermeintlichen zigeunerischen Lebensart, eines essentiellen So-Seins ergibt. Die Vorstellung, die von AnwohnerInnen, Medien und Politik bis zu den Ausschreitungen im August 1992 kontinuierlich gefüttert und fortgeschrieben wurde, umfasste das Hausen in Dreck, Müll und Unordnung, das aggressive Belästigen von Frauen, das freie Defekieren in Hauseingängen und das faule Herumlungern, Betteln und Nichtarbeiten als Charaktereigenschaft. Sie erschafft das Phantasma derer, die aus der puren Lust an der Zerstörung AsylbewerberInnenunterkünfte verwüsten, die in Banden durch die Dörfer ziehen, mitnehmen, was sie kriegen können, betrügen, stehlen und eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Und für dieses Bild, also diese Projektionen,
lieferten die Lokalmedien stetig neue Berichte und Erzählungen, die die LeserInnen wiederum bereitwillig aufnahmen. Die AsylbewerberInnen blieben keinen Moment unbeobachtet. Während ihr Verhalten auf der Wiese vor der ZAST genauestens von AnwohnerInnen inspiziert und in Zeitungen mitgeteilt wurde, wurden die LeserInnen wiederum durch die Presse auch über das angebliche Verhalten innerhalb der Privaträume in der ZAST informiert. Den Berichten zufolge, die den Weg seit der deutschen Einheit pflasterten, gab es nichts mehr, was vor den Zigeunern sicher war. Weder die eigene Nachbarschaft, noch die deutschen Grenzen, weder der eigene Geldbeutel, noch die Staatskasse, weder der Rückzug ins Wochenendhaus, noch der Weg zur Arbeit und schon gar nicht die bürgerliche Ordnung der Gemeinschaft. Ich glaube, dass ich mit diesen Einblicken in die Berichterstattung, also in LeserInnenbriefe, in Äußerungen von AnwohnerInnen und die Artikel der LokaljournalistInnen ganz gut zeigen konnte, wie zentral Antiziganismus in der Berichterstattung vor dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen war. Dieses Phantasma, das ich hier beschrieben habe, erfüllt aus meiner Sicht zwei für die deutsche bzw. für die ostdeutsche Gesellschaft der frühen 90er Jahre zentrale Funktionen. Es dient erstens der Abwehr eigener verdrängter Sehnsüchte und beinhaltet zweitens bereits die Sanktionsdrohung, was denen passiert, die sich doch gehen lassen. Ich will beides jetzt im Folgenden ausführen. Antiziganismus muss als ein janusköpfiges Phänomen verstanden werden. Also ein Phänomen, dem Verachtung und Romantisierung gleichermaßen inhärent sind. Während die romantische Vorstellung an Vaterlands- und herrenlose Freiheit erinnert, die das moderne Subjekt jedoch verdrängen musste, stehen ihr die Gerüchte über Kriminalität, über Dreck, über freies Defekieren, zumindest auf den ersten Blick diametral gegenüber. In Lichtenhagen wird denen, die kollektiv zu diesem Phantasma zusammengefasst werden, eine archaische Lebensweise zugeschrieben. In dieser Vorstellung scheinen sie keine Nation zu kennen und organisieren sich stattdessen im Familienverband. Sie unterlaufen die feste Ordnung von Eigentum und Tausch, indem sie als BettlerInnen und DiebInnen imaginiert werden, und sie irritieren die patriarchal-binäre Geschlechterordnung. Zu TrägerInnen dieser Eigenschaften gemacht, unterlaufen sie die Regeln der bürgerlichen Gesellschaft und erinnern an etwas Vergangenes, das das moderne Subjekt verdrängen musste. Sie erinnern an eine Zeit ohne Selbstdisziplinierung. Das wird in Lichtenhagen aber keineswegs mit Romantisierung oder Faszination belegt. Stattdessen schlagen Ekel und Verachtung, wie ich glaube ich auch mit den kurzen Zitaten am Anfang ganz gut zeigen konnte, aus den Berichten deutlich entgegen. Die Fixiertheit auf Kot und auf die Lust am Defekieren, die die LichtenhägerInnen penibel beschreiben, gibt Aufschluss über die Regression der Antiziganisten auf die analsadistische Stufe, die auch schon Joachim Bruhn 1994 mit Blick auf Rostock-Lichtenhagen beschrieben hat. Den analen Charakter beschreibt Freud damit, dass der frühkindliche Lustgewinn am Ausstoßen und Zurückhalten durch die Vermittlung gesellschaftlicher Normen von Sauberkeit und Reinlichkeit reguliert und unterdrückt wird. Die Persönlichkeit des analen Charakters entsteht als Ergebnis einer rigiden Sauberkeitserziehung. Dieser Persönlichkeit weist er Ordnung, Sparsamkeit und Sauberkeit zu. Also diejenigen Charaktereigenschaften, die nicht nur als preußische Tugenden gelten, sondern die, so Joachim Bruhn, gemeinhin als Antwort auf die Terrorfrage, was ist deutsch, genannt werden. Das sind auch genau die Merkmale, denen die Vorstellung des vermeintlich Zigeunerischen diametral gegenüberstehen. Also der deutschen Ordnung stehen Dreck, Unordnung und Chaos gegenüber, der Sparsamkeit, das von der Hand in den Mund leben, und dem Fleiß, Faulheit, Herumlungern und Nichtarbeit. Mit Abscheu und Ekel wird die Sehnsucht nach der Erfüllung des Lustprinzips, nach Heimat und herrenloser Freiheit bis in die Unkenntlichmachung verdrängt. Die Identifizierung mit den
gesellschaftlichen Zwängen und den gesellschaftlich anerkannten Charaktereigenschaften des analen Charakters tritt an ihre Stelle. Das eigentlich Ersehnte wird zum Verpönten und voller Abscheu bekämpft. In dem vermeintlichen So-Sein der imaginierten Zigeuner halt die unträgliche Lockung des Grenzübertritts aus dem einengenden Netz der Zivilisation wieder. Die romantisierende und neidende Seite des Ressentiments kommt dabei aber nahezu gar nicht mehr zum Vorschein. Im Klagen einer Hinrichshägerin, also wo dann die Zast im September 92 hin umzog, also nach Hinrichshagen, im Klagen einer Hinrichshägerin, dass die ganze Familie kein Auge zubekäme, wenn, Zitat, die Zigeuner hier ihre nächtlichen Feten am Lagerfeuer abziehen, klingt der Neid auf Nichtarbeit, Kommunitarismus und Lagerfeuerromantik zwar durch, wird aber gleich im direkt anschließenden Satz des Artikels wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Müll würde auf den Grünflächen hinterlassen und Notdurft im Siedlungsgelände verrichtet. Also von Neid ist hier gar nichts mehr zu spüren. Übrig bleiben hier nur noch Ekel, Verachtung und die in verurteilenden Voyeurismus sublimierte Lust am Dreck, Fäkalien und Gestank. Mit den stetig wiederkehrenden Verweisen auf die Verschmutzung der Wiese und der Hauseingänge präsentieren die sauberen Deutschen nicht nur eine bürgerlich anerkannte Form der Fixiertheit auf Kot und Dreck, sondern auch ihr Motiv, gegen die dort lagernden AsylbewerberInnen vorzugehen. So zitiert zum Beispiel die Ostsee-Zeitung, also die zweite Lokalzeitung in Rostock, wenige Tage nach dem Pogrom eine 43-jährige Nachbarin der Zast. Zitat: Wir wollten doch nur wieder Ordnung und Sauberkeit haben. Auch andere AnwohnerInnen betonten, dass sie nicht gegen AusländerInnen seien, sondern nur für Hygiene. Hier schreibt die Lokalzeitung Folgendes. Da fehlt eine Folie. Ich lese es einfach schnell vor. 52 Familien wohnen in der Nummer 17 der Mecklenburger Allee. Sie mussten monatelang damit leben, dass ihr Haus, ihre Kellernischen, sie selbst von Roma belagert wurden. Das Unrat herumlag, die Grünanlagen zur Notdurftanstalt wurden, Kriminalität an der Tagesordnung war. Nur dagegen wollten wir den friedlichen Protest. Seit Jahren schon leben wir doch mit Ausländern als Nachbarn zusammen. Als zweite zentrale Funktion, also das erste war jetzt das, was ich gerade erzählt habe, jetzt kommt die zweite Funktion. Als zweite Funktion beinhalten diese Projektionen von Nichtarbeit, Faulheit und Herumlungern die Androhung von Sanktionierung. Denn neben der romantischen Erinnerung an die gute alte Zeit sind die sauberen Deutschen beim Anblick der Heimat und Besitzlosigkeit vor allem mit ihren eigenen Ängsten, schlicht und ergreifend mit Abstiegsängsten konfrontiert. Die Wertkritikerin Roswitha Scholz formuliert es wie folgt: Man möchte auf gar keinen Fall wie die Zigeuner sein, das Schreckgespenst, der Albtraum aller bürgerlich-kapitalistischen Subjektivität schlechthin. Während die nicht arbeitenden Zigeuner potenziell an die Möglichkeit erinnern, der Zurichtung des Subjekts zur wahre Arbeitskraft entgehen zu können, beinhaltet das Bild der bettelnden Kinder den moralischen Zeigefinger. Wer sich gehen lässt, wer sich nicht diszipliniert und nicht arbeitet, endet genau dort, um Kleingeld bettelnd am Straßenrand. In diesem Sinne würde ich auch die Beschwerde eines lichten Hägers verstehen, der den Anblick bettelnder Kinder auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit nicht mehr ertragen könne. Dieser ganze Topos ist natürlich besonders im Angesicht des Beitritts der DDR zur BRD und der Arbeitslosigkeit in neuen Bundesländern hochgradig relevant. Andererseits wird die antiziganistische Vorstellung aber auch integriert, dass die Zigeuner die deutschen NachbarInnen ausraubten und ihnen sowohl das Geld aus der Staatskasse als auch Hühner, Schafe und Pferde aus dem Garten und vom Hof stehlen würden. In dieser Konstellation
gelten sie wiederum nicht als deklassierte Outlaws, wie Scholz es nennt, sondern personifizieren den Betrug, der dem Kapitalismus immanent ist. Diese Vorstellung beinhaltet, dass die Zigeuner alles ausrauben würden und nach Partisanenmanier Siedlungen und Ortschaften durchkämmten. Die Beschreibung der nicht zu kontrollierenden Diebstähle und Einbrüche verdeutlicht zwei Dinge. Einmal offenbart diese Darstellung, dass sich eigentlich niemand vor dem Verlust des Privateigentums sicher fühlen kann. Alle sind potenzielle Opfer dieses Betrugs. Auch hier droht die Möglichkeit des Abstiegs, wird aber nicht, wie eben vorher bei den Bettelnden, auf die vermeintlichen Zigeuner projiziert, sondern am eigenen Leib spürbar. Es ist natürlich fraglich, ob tatsächlich, wie in den Lokalzeitungen behauptet wurde, nahezu jeder Haushalt ausgeraubt und nahezu jedes Auto aufgebrochen wurde oder ob wohl eher Fantasie und Realität miteinander verschwimmen. Wahrscheinlicher ist es, dass die Angst die Menschen angesichts einiger Diebstähle umtrieb, dass auch sie potenziell ausgeraubt werden könnten. Die Wut auf das nicht eingehaltene Glücksversprechen des Kapitalismus und das beständige Gefühl, betrogen worden zu sein, richtet sich nicht gegen die abstrakten gesellschaftlichen Zwänge. Stattdessen rücken die vermeintlichen Zigeuner, in denen der Betrug personifiziert wird, in den Fokus. Ihnen, und es wäre dann der zweite Aspekt in Ihnen, und das wäre der zweite Aspekt, spiegelt sich also hier der Betrug durch den Kapitalismus wider. Während das arbeitsame Subjekt mit strenger Selbstdisziplin täglich zur Arbeit geht, kann es dennoch keine Sicherheit für es geben. In diesem Phantasma vereinigen sich zwei widersprüchliche Ressentiments. Sie werden beschuldigt, zum einen den Deutschen vermeintlich alles wegzunehmen und dennoch bettelarm zu sein. Gemein ist beiden Seiten jedoch eines. Sie versetzen die AnwohnerInnen in Angst und Schrecken. Beides, also sowohl die Verdrängung durch Ekel und Verachtung, was ich erst geschildert hatte, als auch die Disziplinierung angesichts der drohenden Sanktionen, münden in einem inneren Drängen. Während es im Juni 1992 noch hieß, dass das Gebäude der ZAST belagert würde, hieß es wenige Wochen später schon, dass Roma die Freiflächen um das Haus der zentralen Aufnahmestelle belagern. Wenige Tage nach den Ausschreitungen heißt es plötzlich, dass sogar die AnwohnerInnen selbst von Roma belagert worden seien. Innerhalb weniger Monate entstand also ein Gefühl des Bedrängtseins und einer massiven Anspannung. Entsprechend äußerte sich auch Innensenator Magdams, den ich vorher schon mal zitiert hatte, im Juni 1992 in Bezug auf den geplanten Umzug der ZAST, der am 1. September stattfinden sollte. Magdams sagte, er könne nur hoffen, dass sich bis dahin nicht der soziale Sprengstoff entlade. Was diese Explosivität dieser Situation verursache, wurde im selben Artikel der Norddeutschen Neuesten Nachrichten bereits eingangs eindrücklich beschrieben. Ich zitiere. Wenn Gisela Friedrich morgens aus dem Fenster ihrer Wohnung in der Mecklenburger Allee 17 guckt, bietet sich ihr seit einem Monat das immer gleiche Bild. Die große Wiese gleicht einem Heerlager. Asylbewerber schlafen in provisorischen Zelten oder in Decken gehüllt. Der Zustand unseres Hauses und der Grünanlage ist langsam beunruhigend, beschwert sich die junge Frau. Also besonders diese Beschreibung und die Verwendung des Begriffes des Heerlagers zeigen, die lichten HegerInnen fühlen sich zu diesem Zeitpunkt schon in einem Kriegszustand und belagert von einem scheinbar übermächtigen Feind. Mit der Äußerung, nur hoffen zu können, dass sich der soziale Sprengstoff nicht entlade, legte Magdams nicht nur Zeugnis über den politischen Unwillen ab, zu intervenieren und die Situation zu ändern, sondern lieferte unwillentlich auch ein Stichwort für die sozialpsychologische Betrachtung. Sozialer Sprengstoff zeugt von einer kollektiven Anspannung, einem Drängen, das auszubrechen und sich zu entladen droht. Immer wieder richteten die Lichtenhäger AnwohnerInnen Forderungen
an die Politik und brachten ihren Unmut darüber, dass die Politik nicht für Ordnung sorge, was auch immer Ordnung an der Stelle heißen soll, zum Ausdruck. Bereits im Oktober 91 betonte der Autor eines Leserbriefs, dass den Brand in Lichtenhagen einzig die Verantwortlichen in Bonn gelegt hätten. Ähnlich verhielt es sich mit den politisch Verantwortlichen. Oberbürgermeister Kilimann verkündete, er habe den Innenminister gemacht. Minister Kuber wiederum verwies achselzuckend auf höhere Gewalt, nämlich die Bonner Gesetzgebung. Denn dieser, und da waren sich aber auch alle einig, war man ohnmächtig unterworfen. Die Bonner Gesetze machten überhaupt erst den, so Kupfer weiter, ungewollten, ungezügelten und unbeherrschbaren Asylbewerberstrom möglich. Peter Magdans, den ich jetzt auch schon mehrfach zitiert habe, sagte noch am Abend vor dem Pogrom, dass er nur hoffe, dass, Zitat, die Herren in Bonn bald aus ihrer Sommerpause aufwachen. Einig war sich ein Großteil der deutschen Politik darin, dass eine Änderung des Asylgesetzes die alternativlose Antwort nicht nur auf die vermeintlich unkontrollierbare Einwanderung, sondern auch auf die rassistischen Angriffe war, die mittlerweile überall in der Bundesrepublik MigrantInnen das Leben zur Hölle machte. Im Juli 1992 fragte der Autor eines Leserbriefs empört, wie zugelassen werden könnte, dass illegal Quartier in einer Wohngegend bezogen werden könne, womit er die Abwesenheit von Ordnung und Ruhe im direkten Zusammenhang mit der vermeintlichen Untätigkeit der PolitikerInnen brachte. Der Zorn der Deutschen richtete sich nicht nur gegen die AsylbewerberInnen, die man um jeden Preis wieder abschieben wollte, sondern genauso gegen die angeblich antideutsche Regierung, die den vermeintlich unkontrollierbaren Zustrom überhaupt erst möglich gemacht hätte. Und genau darin, dass sich die Ausschreitungen trotz des beständigen Ärgerns über die Untätigkeit der Regierenden dennoch nicht gegen sie, sondern gegen die AsylbewerberInnen richtete, zeigt sich der Konformismus des autoritären Charakters. Unbewusst beschreibt ein Journalist genau das, indem er in einem Artikel schreibt, Zitat, die Volksseele kocht über, weil niemand glaubhaft gegen die wachsenden Schmutz- und Lärmbelästigungen durch das Asylantenheim einen Ausweg suchte. Genau dieser Konformismus zeichnet den autoritären Charakter aus. In der konformistischen Revolte kommen nun verschiedene Faktoren zusammen. Die zunehmend abstrakt wirkende kapitalistische Vergesellschaftung verunmöglicht es dem ich-schwachen autoritären Subjekt, die Ursachen seines Leidensdrucks einzuordnen und die aus diesem resultierenden Aggressionen tatsächlich gegen die abstrakte Herrschaft zu richten. Diese Aggression kann das Subjekt aber auch nicht gegen die Obrigkeiten entladen, weil es dieser in einer Ambivalenz von Liebe und Hass verbunden ist. Aus diesem Unvermögen, die Herrschenden anzugreifen, sucht das autoritäre Subjekt nach der Möglichkeit einer herrschaftskonformen Sublimierung, also der Entladung seiner Aggression gegen Schwächere. Adorno zufolge muss der Autoritäre seine Aggression aus innerer Notwendigkeit gegen die Fremdgruppe richten. Er muss es weniger aus Unwissenheit in Bezug auf die Ursache seiner Frustration als vielmehr seiner psychischen Unfähigkeit zufolge, Autoritäten der eigenen Gruppe anzugreifen. Um also dann beiden Bedürfnissen nachzugehen, also sowohl Gewalt und Zerstörung auf der einen Seite und dem Respekt vor den Herrschenden auf der anderen Seite, werden die Aggressionen, die eigentlich den Herrschenden gelten, mit deren Einverständnis, also herrschaftskonform, gegen Schwächere gerichtet. Dieses Einverständnis muss keineswegs in Form eines Befehls gegeben werden. Es genügt die Antizipation der Zustimmung. Die Rebellierenden glauben während der konformistischen Revolte, im Sinne der Herrschenden zu handeln. Während die LichtenhägerInnen über Monate hinweg auf verschiedensten Wegen Forderungen an die Politik stellten, versicherten sowohl Kommunal- und Landes-
aber teilt sogar BundespolitikerInnen ihre grundsätzliche Sympathie und ihr Verständnis, verwiesen jedoch auch immer wieder darauf, dass ihnen durch das Gesetz die Hände gebunden seien und sie diesem ohnmächtig gegenüberstünden. Das Gesetz sei es, das den unbegrenzten Zuzug von AsylbewerberInnen ermögliche. Stoiber, damals Innenminister Bayerns, sprach sogar davon, dass aufgrund der hohen Anzahl an Asylanträgen der Staatsnotstand drohe, weil, so Stoiber, wir jetzt an einem Punkt angekommen seien, bei dem wir an den über 90% Missbrauchsfällen in Asylsachen ersticken. Also sowohl mit dem Verweis auf den drohenden Staatsnotstand als auch mit der metaphorischen Beschreibung dieses Erstickens offenbart sich hier ein wichtiges Detail. Ausgerechnet in der Anwendung des geltenden Asylrechts glaubte man, die Ursache für das Fehlen der staatlichen Ordnung festgemacht zu haben. Also das Gesetz selbst treibe den Staat förmlich in den Notstand. In dieser Wahrnehmung waren sich viele PolitikerInnen und autoritäre BürgerInnen einig. In diesem Sinne wurde auch das Lager auf der Wiese vor der Zast in Lichtenhagen samt der dort Wartenden von einem Mieter im Juni 92 als Auswirkung der nicht zu Ende gedachten Asylpolitik bezeichnet. In einem Artikel kam zudem ein Handwerker aus dem Sonnenblumenhaus, also aus der Zast in der Mecklenburger Allee, zu Wort, dessen Urteil ähnlich ausfiel. Er sagte, das ist Geschäftsschädigung, was hier von der Kommune geduldet wird. Das Asylrecht wurde Äußerungen wie dieser zufolge nicht nur abgelehnt, man ging davon aus, dass es sich gegen die Bevölkerung richtete und dieser sogar schadete. Wenn nun also Forderungen an die Politik gestellt wurden, die Ordnung wiederherzustellen, dann bezogen sich diese meist auf die Abschaffung oder zumindest auf die Verschärfung des Asylrechts und darauf, dass die Politik endlich im Sinne der eigenen Bevölkerung handeln solle. Man wollte sich also von der vermeintlich zigeunerischen Gesetzlosigkeit, die man sich zusammen fantasierte, und dem Gesetz auf der anderen Seite befreien. Und genau so kam es dann auch. Am Dienstag, den 18. August 1992, ging schließlich ein anonymer Anruf bei den Norddeutschen Neuesten Nachrichten ein. Der Anrufer drohte, dass, wenn die Stadt es nicht machen würde, in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag in Lichtenhagen für Ordnung gesorgt werde. Und die Lokalzeitung hatte nichts Besseres zu tun, als diesen Anruf im Wortlaut wiederzugeben und in den Folgetagen denjenigen Raum zu geben, die bereits planten, bei den angekündigten Angriffen dabei zu sein. Noch am Tag vor dem Pogrom kamen drei Männer zu Wort, die zunächst beteuerten, dass sie, Zitat, mit den Fidschis gut leben könnten, aber dabei sein wollten, wenn, Zitat, die rumänischen Roma aufgeklatscht werden sollten. Innensenator Magdans teilte am selben Tag mit, dass es keinerlei verdichtete Hinweise gäbe, dass es zur Auseinandersetzung kommen könnte. Am 22. August, dem Tag, den die Medien verbreitet hatten, fanden sich im Lauf des Abends tausende Personen auf der Wiese vor der Zast ein, skandierten Parolen wie Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Die Polizei erschien in Unterzahl und nahezu ohne Ausrüstung, was von den Autoritären als eine Art Freifahrtschein verstanden werden konnte, dass die Obrigkeiten ihre Angriffen auch gar nicht tatsächlich etwas entgegensetzen wollten. Am zweiten Tag des Pogroms versammelten sich ein noch größerer Mob. Die 500 Angreifer, die mit Brandsätzen und anderen Wurfgeschossen auf die Zast zielten, konnten sich immer wieder in die Reihen der 2000 Schaulustigen und Anfeuernden zurückziehen. Imbissbuden nutzten die Chance und versorgten die Menge mit Bratwurst und Bier. Am zweiten Tag drangen die Angreifer bereits bis in den sechsten Stock des benachbarten Wohnheims der vietnamesischen VertragsarbeiterInnen vor. Am dritten Tag wurde die Zast mittags geräumt, die BewohnerInnen wurden auf umliegende Heime verteilt. Die vietnamesischen NachbarInnen galten als nicht gefährdet, obwohl am Tag vorher die Angreifer bis in den sechsten Stock gekommen waren. Abends legten die Angreifer
unter den Anfeuerungen der ZuschauerInnen Feuer in der Zast und hinderten die Feuerwehr an den Löscharbeiten. Mehr als 100 VietnamesInnen, ein Kamerateam und einige antifaschistische UnterstützerInnen hatten sich dort versteckt und sie konnten gerade noch so über das Dach in ein Nachbarhaus flüchten und entkamen dem Feuertod nur knapp. Fast unbekannt ist die Tatsache, dass die Ausschreitungen nicht mit dem Brand endeten, sondern sich am Folgetag erneut Nazis und ihre UnterstützerInnen in Lichtenhagen versammelten, durch den Stadtteil zogen, Autos anzündeten und sich Straßenkämpfe mit der Polizei lieferten. Nun brach jedoch die Unterstützung aus der Nachbarinnenschaft ab, denn diejenigen, die am Tag zuvor noch euphorisch zu den Angriffen auf die VietnamesInnen und AsylbewerberInnen geklatscht hatten, reagierten jetzt pikiert. Eine Anwohnerin meinte, Zitat, jetzt reicht es langsam, nun geht es schon gegen die eigene Bevölkerung. Und während die VietnamesInnen im Anschluss an die Ausschreitung in Turnhallen untergebracht wurden, bot die kommunale Wohnungsgesellschaft Viro ihren MieterInnen in Lichtenhagen Mietnachlässe, um sie, so die Viro, für die erlittenen Strapazen der vergangenen Tage und Nächte ein wenig zu entschädigen. Eine Frage, die sich aus meiner Sicht unbedingt stellt, ist folgende. Über Monate richteten sich Gerüchte, Ressentiments und Drohungen explizit gegen diejenigen, die zu Zigeunern gemacht wurden. Genau diese Menschen wurden mit eindeutigen Eigenschaften belegt. Ihre Asylanträge galten als Betrugsversuche. Vom Staat wurden Maßnahmen eingefordert, die sich explizit gegen RumänInnen und die ihnen zugeschriebenen Eigenschaften richteten. Die Berichte über andere nicht-deutsche Gruppen hingegen, vor allem über die vietnamesischen VertragsarbeiterInnen, unterschieden sich in jeglicher Hinsicht von den antiziganistischen Gerüchten und Ressentiments. Daraus entsteht für mich die Frage, wie es also sein kann, dass sich die Angriffe während des Pogroms trotzdem plötzlich genauso gegen die vietnamesischen BewohnerInnen des benachbarten Hauses gerichtet haben. In den Monaten vor dem Pogrom wurde die Einwanderung der zu Zigeunern gemachten als Gefahr für die deutsche Nation verstanden. Sie wurden mit Eigenschaften identifiziert, die sie als geeignete Negativfolie zu den sauberen Deutschen anboten und die die Angriffe auf sie als Notwehr und Selbstverteidigung erscheinen ließen. Entscheidend für das Umschlagen scheint die Vorstellung zu sein, mit dem Pogrom die Politik zur Wiederherstellung der Ordnung zu zwingen. Also genau das, was die konformistischen Rebellen einfordern wollten. Die Rebellion für diese Ordnung, die eine Versöhnung der Deutschen im Kollektiv ohne Abweichung und Komplexität vorsah, richtete sich zunächst konformistisch gegen das Feindinnenbild, bei dem sich die Autoritären der Zustimmung der Obrigkeiten sicher sein konnten. In der Enthemmung im Pogrom wurde die Zustimmung nicht länger benötigt und jegliche zuvor propagierte Differenzierung wurde durch die Sehnsucht eines überlegenen Deutschlands ersetzt. Nun gab es keine Westdeutschen und Ostdeutschen mehr, keine Westdeutschen und Ostdeutschen, keine Deutschen und AsylbewerberInnen, keine AsylbewerberInnen, VertragsarbeiterInnen und Zigeuner. Es gab nur noch Deutsche und Ausländer. Das antiziganistische Pogrom von Rostock-Lichtenhagen 92 bot sich als ein Initiationsritus, den die Vereinigung 1990 den Ostdeutschen nicht bieten konnte. Während sich die viele BürgerInnen der ehemaligen DDR nach dem Beitritt zur BRD in erster Linie als WendeverliererInnen sahen, konnten sich die autoritären Charaktere im Pogrom sowohl gegen die undeutsche zigeunerische Gesetzlosigkeit als auch gegen das antideutsche Gesetz behaupten und schließlich in den Ausschreitungen in Lichtenhagen mit westdeutschen Neonazis an ihrer Seite zu Deutschen werden. Nach dem Pogrom von Lichtenhagen schoben Polizei, Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik die Verantwortung hin und her. Wichtig ist für den Vortrag hier aber vor allem eines. Weder die Räumung der Lichtenhäger Zast noch die sich bereits abzeichnende Verschärfung
des Asylrechts konnte den rassistischen Angriffen auf AsylbewerberInnen und der antiziganistischen Mobilmachung auch nur zeitweise Einhalt gebieten. Das zeigte sich schon, als die ZAST nach dem Pogrom in den Ortsteil Hinrichshagen verlegt wurde und wenig später Außenstellen in Goldberg und anderen Orten eröffnet wurden. Wo auch immer die AsylbewerberInnen untergebracht werden sollten, bildeten sich BürgerInnenwehren. Die Lokalpresse fungierte auch hier, wie schon vor dem Pogrom in Lichtenhagen, als Sprachrohr für antiziganistische Gerüchte. Bereits am 10. September 1992, also gerade mal 2 Wochen nach den Ausschreitungen, ließ die Ostsee-Zeitung mehrere AnwohnerInnen aus Hinrichshagen zu Wort kommen, die von Diebstahl, von Belästigung, Betrug, Umsatzeinbußen und ergriffenen Schutzmaßnahmen gegen vermeintliche Zigeuner zu berichten wussten. Binnen der kurzen Zeit, die seit der Eröffnung der ZAST in Hinrichshagen vergangen war, sollten ihnen zufolge bereits, Zitat, 72 Hühner, ein alter Ganter, Kaninchen, Katzen, Schafe und sogar Pferde, Fahrräder, Wäsche und 80% der Obsternte des Dorfes auf dem Schadenskonto stehen, das die Hinrichshäger den Romas aus der nahegelegenen Anlaufstelle für Asylbewerber zuschreiben. Also an dieser Stelle sei nochmal darauf verwiesen, wie beständig sich derartige Gerüchte hielten, egal wie absurd die Vorstellung war, dass Pferde und 80% der Obsternte geklaut wurden, auch ist. Die Norddeutschen Neuesten Nachrichten titelten hierzu wenig später ein Dorf auf der Flucht vor den Asylbewerbern und berichteten neben der genauen Beschreibung von Dreck und Kot über laute nächtliche Zigeunerfeiern am Lagerfeuer als auch über den geplanten Wegzug von 2/3 der DorfbewohnerInnen. Jedes verlorene Huhn, jeder Müll, der neben dem Abfalleimer lag und jede Missernte galten als weiteres Indiz dafür, für die vermeintlichen unzivilisierten und kriminellen Umtriebe. Als in gelbem Sande ein Schafkadaver gefunden wurde im Wald, war die Dorfgemeinschaft sich sicher, dass dahinter nur die Zigeuner stecken konnten. Klaus Rettmann, der Bürgermeister der Gemeinde, drohte darauf in einem Interview sinngemäß, die Skins zu holen, wenn um das Asylbewerberheim nicht endlich Ordnung einkehre. In Goldberg, wo eine Außenstelle der ZAST eröffnet werden sollte, schritten die DorfbewohnerInnen ebenfalls zur Tat. Sie bildeten mit Unterstützung des Bürgermeisters und ihres CDU-Bundestagsabgeordneten eine Straßenblockade, mit der 10 Tage lang die Ankunft der ersten AsylbewerberInnen verhindert wurde. Hierzu kommentierte ein Journalist in den Norddeutschen Neuesten Nachrichten, dass nun nicht mehr der Mob, sondern brave Bürger sich gegen Asylbewerber mit Bürgerwehren schützen wollen. Dem Druck des Mobs von Lichtenhagen, der braven BürgerInnen von Goldberg und der VerfasserInnen zahlreicher Kommentare in der Lokalpresse wurde schließlich von der bundesdeutschen Politik nachgegeben. Auf ihrem außerordentlichen Parteitag im November 1992 gab die SPD ihre grundsätzliche Blockade gegen jene Asylrechtsverschärfungen auf und sprach sich offiziell für umfassende Begrenzungen aus. Der für eine Grundgesetzveränderung notwendige 2/3-Mehrheit stand nichts mehr im Weg. Am 6. Dezember 1992 kam es schließlich zur Einigung zwischen CDU, CSU, FDP und SPD über den Asylkompromiss. Die neue Fassung des Artikels 16a des Grundgesetzes eröffnete kaum noch die Chance, in Deutschland Asyl zu bekommen. Mit dem Asylkompromiss wurde nicht nur die sicheren Herkunftsländer beschlossen, sondern ebenso die Drittstaatenregelung. Ein Asylantrag konnte so nur noch im ersten betretenen EU-Land gestellt werden, sodass eine Einreise nach Deutschland auf dem Landweg verunmöglicht wurde. Der Mob von Lichtenhagen hatte alles erreicht. Das Grundrecht auf Asyl war faktisch abgeschafft. Bei all dem, was ich aus Rostock-Lichtenhagen präsentiert habe, handelt es sich um eine Studie, für die ich in den letzten 2 Jahren die gesamte lokale Berichterstattung in Rostock zwischen 1990 und 1992
ausgewertet habe. Die Sinnstruktur und Wirkung des Antiziganismus haben sich seitdem nahezu gar nicht verändert. Ich will zur Verdeutlichung die ersten zwei Absätze aus einem Zeitungsartikel aus der Rheinischen Post vorlesen. Ich zitiere: Keine Ruhe am Problemhaus. Immer wieder muss die Polizei zu der Adresse in den Peschen 3 bis 5 ausrücken. Am Mittwoch zum Beispiel stellte sie dort gestohlene Fahrräder sicher, während die Bewohner andere Drahtesel von ihren Balkonen warfen. Derzeit sollen es rund 1400 Rumänen und Bulgaren sein, die allein in der Bergheimer Wohnanlage an der Straße in den Peschen leben. Genau weiß das keiner, angeblich nicht einmal der Vermieter. Denn die Leute, die sich bekanntlich nicht anmelden müssen, kommen und gehen. Täglich, manchmal mehrmals täglich, versuchen die Wirtschaftsbetriebe, den Müllbergen Herr zu werden. Die aufgestellten Container reichen trotz ihrer großen Zahl nicht aus. In den Tonnen finden sich bisweilen auch ziemlich ekliges, wie Überreste von geschlachteten Tieren. Es kursieren Gerüchte, dass ein Fernsehmechaniker, der die Hausantenne richten sollte, unversehens einigen lebenden Schafen gegenüberstand, die auf dem Hochhausdach gehalten würden. Die Bewohner danach zu fragen, ist unmöglich. Wer das verdreckte und verschmierte Treppenhaus betritt und nicht dazugehört, wird im günstigsten Fall nur beschimpft und bespuckt, im schlimmsten mit Kot beworfen. Wir essen auf dem Dach, ja, aber Tiere haben wir dann nicht, sagt ein Mann in den 30ern und flüchtet dann vor jeder Nachfrage. Er und seine Leute wollen raus aus den Schlagzeilen, aber sie liefern den Stoff dazu immer wieder aufs Neue. Also das ist nur der Beginn eines Artikels. Ich will auch gar nicht weiterlesen, weil ich glaube, dass das Geschriebene bis dahin schon ausreicht. Bei diesem Artikel handelt es sich nicht, wie man fast annehmen könnte, um einen Beitrag aus dem Jahr 1992. Der Artikel erschien in einer Reihe sehr ähnlicher Artikel im Jahr 2013 und handelte von einem sogenannten Problemhaus in Duisburg. Als Problemhaus werden in den vergangenen Jahren immer wieder Häuser bezeichnet, in denen vor allem seit der EU-Freizügigkeit RumänInnen und BulgarInnen Wohnungen mieten. Ausnahmslos alles aus diesem Artikel, den ich gerade gelesen habe, also Kriminalität, Diebstahl, Chaos, Gesetzlosigkeit, Dreck, Kot und so weiter, ist nahezu deckungsgleich mit den Projektionen aus Lichtenhagen. Und natürlich, auch hier sind es natürlich Produkte von Projektionen, die mehr über die Projizierenden aussagen, als über die Personen, die mit diesen Projektionen belegt und so gehasst werden. Dabei ist es auch völlig egal, ob man sich Artikel über diese sogenannten Problemhäuser aus Duisburg, aus Halle-Silberhöhe oder aus Berlin-Schöneberg anschaut. Die antiziganistischen Ressentiments scheinen zeitlos, genauso auch das Motiv des angeblichen Sozialschmarotzertums, der Wirtschaftsflüchtlinge, der sogenannten Scheinasylanten. All das impliziert das Eindringen in die deutsche Nation, das immer auch Zerstörung, Verwüstung und eine immanente Gefahr beinhaltet. Begleitet werden die Gerüchte über die BewohnerInnen vermeintlicher Problemhäuser von einer intensiven Medienberichterstattung, die jeglichen journalistischen Standards über Bord werfend Gerüchte verbreitet, von Aufrufen anderer AnwohnerInnen an die Politik und an Behörden, endlich für Ordnung zu sorgen, und von einer vollkommenen Empathielosigkeit gegenüber denen, die hier dem Mob vor die Füße geworfen werden. Die tiefe Verankerung antiziganistischer Phantasmen zeigt sich, und damit will ich jetzt auch zum Ende kommen, in der andauernden und unhinterfragten Imagination von Romja als Eindringlinge, deren vermeintlich kollektive Lebensart die Forderung nach einer Ausweitung von Diskriminierung legitimiere und sogar als zwingend gebotene Notwehr erscheinen lasse. Sie zeigt sich in der andauernden Kleingeistigkeit des deutschen Mobs, der sich einerseits in Deutschland-Trikot mit zum Hitlergruß erhobenem Arm vor lauter Erregung einpisst und andererseits in der Beteuerung der wieder gut gewordenen Deutschen, dass man natürlich nicht rassistisch, natürlich nicht antiziganistisch sei, aber die doch endlich mal zur Arbeit gehen sollten. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank natürlich auch von unserer Seite. Also es ist alles gleichermaßen erschütternd wie aufschlussreich und gerade viele Parallelen zu aktuellen noch laufenden Debatten sind natürlich erschreckend, was Kontinuität angeht. Ja, wir würden jetzt die Diskussion eröffnen. Also ich kann alle nur ermuntern, Ihre Fragen hier in den Chat mit reinzuschreiben. Hoffe da auch auf rege Beteiligung. Wir haben jetzt während des Vortrags schon eine kleine Anmerkung bekommen, zu der du aber vielleicht auch Stellung nehmen möchtest. Also es geht nochmal um die Begriffswahl und um die potenzielle Triggerwirkung, die verschiedene Begriffe einfach auch von Verfolgung und von Diskriminierung betroffene Bevölkerungsgruppen haben können. Und auch dazu hast du ja einleitend ein kleines bisschen was gesagt, aber vielleicht wäre es ganz gut, das an der Stelle nochmal etwas zu konkretisieren und vielleicht genau deine Sichtweise da auf diese Problematik darzulegen. Ja, ich lese gerade noch ganz kurz, wie das genau im Chat steht, damit ich das alles mitnehme, weil der Beitrag ein bisschen länger ist. Okay, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Anmerkung. Also ich habe mir natürlich im Vorfeld Gedanken darüber gemacht. Also mache ich jedes Mal, wenn ich zu Antiziganismus schreibe, lese, darüber spreche und so weiter, weil ich das durchaus wichtig finde, mit Begriffen vorsichtig zu sein und sie dann einzusetzen, wann man sie, also gerade im wissenschaftlichen Kontext, für sinnvoll hält. Im alltäglichen Gebrauch hat das Z-Wort natürlich überhaupt keinen Raum. Ich würde sagen, dass es sich teilweise mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, wie ich das eben auch am Anfang des Vortrags gesagt habe, ein bisschen anders verhält, weil das ermöglicht, dass man eben zwischen den real existierenden Personen, über die ich hier heute Abend ja gar nicht gesprochen habe, und eben dem Phantasma unterscheiden kann. Ich würde auch sagen, dass es eigentlich wenig bringt, dass Wort einfach nur durch ein anderes zu ersetzen, weil ich sagen würde, dass das, was verletzend ist, meistens das ist, was hinter einem Wort steht. Also wenn ich jetzt ein anderes Wort verwende, dann passiert die Denkleistung bei euch. Also ihr denkt euch, ah ja, das meint sie und das sind eben die verletzenden Dinge. Ich glaube trotzdem, dass gerade, also genau, ich nehme die Kritik so mit und ich überlege jedes Mal wieder, wie ich das machen kann. Aber für gerade für, also in zwei Fällen finde ich die Verwendung sinnvoll. Zum einen, wenn ich zitiere, glaube ich, macht es keinen Sinn, das im Zitat zu ändern. Und zum anderen eben in Bezug auf Phantasmen. Ich kenne natürlich die Debatten dazu, also das vielleicht noch, weil das noch in dem Beitrag geschrieben wurde. Ich kenne natürlich die Debatten dazu innerhalb der Community, also unter Sintize und Romja. Ist es auch umstritten. Also es gibt diejenigen, die sagen, diese Begriffe sollten gar nicht verwendet werden oder nur von Angehörigen der Minderheit verwendet werden dürfen. Andere sagen, also sind da anders eingestellt und würden die Verwendung, wie ich sie jetzt genutzt habe, so in Ordnung finden oder unterstützen. Das vielleicht, aber also genau, ich würde es erstmal so stehen lassen. Okay. Jetzt ist ja einerseits, was du geschildert hast, ist natürlich das Ressentiment, was noch vorhanden ist und in verschiedenen Formen auch zutage tritt. Aber auch die tatsächlich praktischen Handlungen gegen betroffene Personen sind ja ein wahnsinniges Problem. Und was mich interessieren würde, ist auch bei deinen Forschungen dabei auch Bezüge zu, sage ich mal, Repräsentantinnen des Staates eine Rolle gespielt haben, weil ja zum Beispiel auch in der Nachkriegsjustiz der Antiziganismus extrem verbreitet war bis zum Bundesgerichtshof und in die höchsten Instanzen. Und in Baden-Württemberg hatten wir jetzt im Februar in Singen einen Fall, der etwas die Runde gemacht hat, weil dort vier Polizeibeamte bei spielenden Fußballkindern einen Elfjährigen, den sie als Zigeuner erkannt zu haben, wähnten, in Handschellen abgeführt haben mit der Begründung, die kenne man ja. Und inzwischen liegt gegen zwei dieser handelnden Beamten ein Strafbefehl vor.
aber die ermittelnde Staatsanwaltschaft Konstanz konnte hier kein Zitat Rassismus erkennen. Und die anderen Verfahren gegen die zwei anderen Beteiligten wurden gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt. Und da würde mich interessieren, war das auch Teil deines Projektes, die offizielle Staatsseite unter die Lupe zu nehmen oder nur die, sage ich mal, in Anführungsstrichen normalen Bürger, die auf die Straße gegangen sind? Also ich habe hauptsächlich Zeitungen ausgewertet. Also ich habe die Lokalzeitungen ausgewertet von 1990 bis 1992. Da sind natürlich also Äußerungen von PolitikerInnen genauso dabei wie von AnwohnerInnen, die Briefe geschrieben haben oder Interviews gegeben haben und so weiter. Das staatliche Handeln habe ich dabei nicht so sehr untersucht. Also mich haben die Motive dazu interessiert und darauf habe ich mich eigentlich beschränkt. Was aber vielleicht noch ganz spannend ist, was ich jetzt im Vortrag nicht untergebracht habe, ist, dass Peter Magdans einen Brief geschrieben hat an Romani Rose, also den damals auch schon Vorsitzenden des Zentralrats der deutschen Sinti und Roma, und Romani Rose aufgefordert hat, dass er seinen Landsleuten doch mal sagen solle, wie man sich in Deutschland verhält. Also da zeigt sich das, glaube ich, schon ganz gut, wie sich auch RepräsentantInnen der, in dem Fall Landespolitik beziehungsweise ja, der Landespolitik sich gegenüber Angehörigen der Minderheit, also wie sie die eingeordnet haben, dass die eben nicht als Deutsche, also gerade die, wenn er Romani Rose anspricht, geht es ja um Deutsche und dass ihm aber gesagt wird, dass es um Landsleute ginge von ihm. Aber sonst, also in der Tiefe war das nicht Teil dessen, was ich bisher erforscht habe. Was mir einigermaßen auffällig erscheint, ist, dass also bis zur wortgleichen Rhetorik viele dieser Begriffe ja einerseits auf Zuwanderung aus Osteuropa bezogen haben, aber gerade dieses Phantasma des Sozialschmarotzers ja auch eine sehr zentrale Figur bei der allgemeinen Debatte um Geflüchtete und um Asyl hat. Und was mich interessieren würde, wäre es deiner Meinung nach da geschickt, bestimmte Merkmale, die den Antiziganismus kennzeichnen, zu übertragen? Oder sollte man da für begriffliche Trennschärfe von ganz verschiedenen Phänomenen ausgehen? Na, ich würde gerade sagen, dass es in Bezug auf Asyl, also gerade was, ne, also was man 2015 als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind und das in Medien irgendwie massenhaft aufbereitet und kritisiert wurde, was man da gesehen hat, dass das struktureller Antiziganismus ist. Also der Begriff des strukturellen Antiziganismus ist noch nicht so verbreitet, würde ich sagen, aber ich glaube, dass man durchaus da genau diese Struktur wiedererkennt und dass die beliebig auch auf andere übertragen werden kann. Also deshalb wäre auch meine These, dass die Diskussion um das Asylrecht grundsätzlich strukturell antiziganistisch geführt werden, nämlich immer dann, wenn man von Einwanderung in Sozialsysteme und so weiter spricht. Jetzt hast du ja die Zeitungsartikel über einen ziemlich langen Zeitraum ausgewertet und dabei auch so ein bisschen so eine schrittweise Verschiebung festgestellt und eben Zuspitzung ins Extreme. Und auch da ist ja, wenn man jetzt aktuelle Debatten um Asyl und um Migration im Allgemeinen sich anschaut, eine ziemlich harte Verschärfung zu beobachten, dass es 2015 in den Anfängen zum Beispiel noch sehr verpönt war, wenn Medien Flüchtende zu Migrantinnen erklärt haben, aber das mittlerweile zum guten Ton gehört. Und ziemlich erschreckend fand ich persönlich vor kurzem einen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, die ja auch irgendwo eher als noch linksliberal gilt, in der jemand in einem Kommentar bemängelt hat, dass die EU keine Gelder bereitstellen will für den Mauerbau zwischen Polen und Belarus, von dem Zitat, am Ende die ganze EU profitieren dürfte, weil sie die abschreckende Wirkung entfaltet und Migration eindämmt. Und ansonsten drohe als Konsequenz, dass viele von denen, die durchkommen, ihren Weg nach Deutschland finden, wo steigende Flüchtlingszahlen wieder das politische Klima vergiften.
Also diese ganze Übernahme von der Argumentationsfigur einer Migrationswaffe und eben der großen Bedrohung auch in den eher progressiveren Teilen der großen auflagenstarken Medien, finde ich, ist da ein erschreckendes Signal. Und würdest du da sehen, dass die Entwicklung sich auf was sehr Ungutes zuspitzt oder welcher Punkt ist da gerade erreicht? Na, ich glaube, also was man seit 2015 beobachten kann, ist, dass ja die gesamte gesellschaftliche Linke vor der AfD kuscht und Angst hat, wie Dinge, die beschlossen werden oder für die man einsteht, wie die von der AfD verwendet werden könnten und deshalb schon von Anfang an quasi in Deckung geht und lieber gleich geht. Also es ist ja eine Verschiebung, die seit 6, 7 Jahren jetzt beständig weitergeht, die man sich sowohl in Berichterstattung, aber auch in den Äußerungen von PolitikerInnen, glaube ich, genau angucken kann. Also ja, ich kann dir, glaube ich, nur zustimmen. Also ich finde es natürlich erschreckend, aber es ist auch genau das, wovor man eben auch vor 5, 6 Jahren schon gewarnt hat. Ja, und es ist ja wohl leider auch, sage ich perspektivisch, nicht unbedingt damit zu rechnen, dass die globalen Fluchtbewegungen sich wieder stark reduzieren, sondern eher, dass so, was du als herrschaftskonforme Sublimierung charakterisiert hast, die sich gegen Schwächere wendet, dass da ja wohl leider auch tendenziell eher mit einer Zunahme zu rechnen ist. Und würdest du da Möglichkeiten sehen, da ein bisschen was in eine andere Richtung zu lenken? Oder ist es schon so weit, dass man fatalistisch werden kann? Ja, ich würde sagen, es ist immer möglich, noch was zu tun. Aber es liegt ja auch ein Stück weit daran, dass die gesellschaftliche Linke sich ja also nicht in der Lage ist, sich anständig zu organisieren und dagegen zu halten. Also ich glaube, da ist durchaus was möglich, aber gerade wäre ich nicht so optimistisch. Ja, ich möchte noch mal gerne dazu aufregen, auch aufregen, aufrufen, alle Zuschauerinnen ihre Fragen noch zu stellen. Ansonsten vielleicht als kleiner Hinweis nebenbei, dass wir als politischer Verein immer sehr bemüht darum sind, solche Veranstaltungen für alle Zuschauerinnen und Zuschauer kostenlos zu machen, aber natürlich auch auf Spenden angewiesen sind. Da ist eine Frage im Chat, auf die ich schon mal antworten könnte, nämlich die Frage, ob es sich um Asylbewerber oder Anerkannte gehandelt hat. Also bei den Personen, die in Rostock ankommen, handelt es sich bis Anfang 1991 um Personen, die ihren Asylantrag woanders gestellt haben und zu dieser zentralen Aufnahmestelle umverteilt wurden. Also die sind schon in ihrem Asylverfahren. Und kurz darauf, also gerade im Juni, Juli, August 1992, wird die zentrale Aufnahmestelle in Rostock zur Erstaufnahmestelle, weshalb die Personen, die dort ankommen, nirgendwo in Deutschland bisher ihren Asylantrag stellen konnten. Und das Fatale ist, dass sie, selbst als sie dort angekommen sind, erstmal tagelang vor der ZAST ausharren mussten, bis sie überhaupt ihren Antrag stellen konnten. Also die Personen sind zu dem Zeitpunkt, haben sie keinen Zugang zu nichts, was AsylbewerberInnen in Deutschland irgendwie zusteht. Also zum Beispiel irgendwie Lebensmittelgutscheine zu dem Zeitpunkt noch in den 90ern, sondern sie haben einfach nichts bekommen, weil sie eben noch gar keinen Antrag gestellt hatten. Jetzt haben wir ziemlich zeitgleich 2 Fragen über den Chat reinbekommen. Die eine Frage geht um die Ampelregierung und ob sich diesbezüglich was verbessern wird. Ich weiß nicht genau, auf was sich das diesbezüglich genau bezieht, aber vielleicht kannst du es ja erstmal allgemein beantworten und dann konkret vielleicht um die Möglichkeiten, Asyl zu beantragen. Zumindest soll ja im Koalitionsvertrag stehen, dass neben beschleunigten Abschiebungen auch legale Zugangswege geschafft werden sollen. Hast du da schon eine Einschätzung oder ist es noch sehr früh dafür?
Ja, also ich habe das aus dem Koalitionsvertrag natürlich so auch schon, also ich habe den Vertrag noch nicht gelesen, aber zumindest diesen Punkt schon in der Zusammenfassung gelesen. Ich habe dazu, glaube ich, noch keine Einschätzung. Also alles ist besser als eine Regierung, in der die CDU sitzt. Aber ich glaube, in Bezug auf Asyl, also vielleicht kann ich ja was sagen zu Asyl und zu Antiziganismus. Als zwei Themen, also ich glaube, in Bezug auf Asyl wird sich nicht sonderlich viel ändern. In Bezug auf Antiziganismus eventuell. Also gerade dadurch, dass der Bundestag bzw. das Innenministerium ja diese unabhängige Kommission Antiziganismus in Auftrag gegeben hatte und die kurz vor der Wahl ihre Ergebnisse präsentiert haben, kann ich mir schon vorstellen, dass eine Regierung, insbesondere eine, in der die Grünen sitzen, die ja bei Antiziganismus, würde ich sagen, eine der sinnvolleren Parteien ist, dass die das durchaus mit aufgreifen und die Forderungen der Kommission eventuell teils umsetzen. Aber ich glaube, mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Okay. Die zweite Frage richtet sich daran, ob struktureller Antiziganismus nicht Bestandteil von strukturellem Rassismus ist und wo du da die Differenzierung und Trennlinie ziehen würdest. Ich halte es da mit Karin Stülpner, die diesen Text geschrieben hat, Intersektionalität der Ideologien, der nämlich macht, dass ich auf die Frage nicht richtig antworten muss. Karin Stülpner hat nämlich geschrieben, dass verschiedene Ideologien miteinander zusammenwirken können. Also zum Beispiel können Antizigan oder zum Beispiel Antisemitismus und Sexismus ergeben zusammen ein ganz neues Diskriminierungsmuster, also ganz neue Zuschreibungen und so weiter. Und ich glaube, dass das mit Antiziganismus und Rassismus durchaus auch so passiert. Also dass die Unterscheidung durchaus wichtig ist, dass aber sie so miteinander zusammenwirken, gerade in Bezug auf Asyl oder generell in Bezug auf Zuwanderung, also auch in Form von Migration und so weiter, dass da die Trennlinie gar nicht so einfach ist. Aber also die Differenzierung zwischen Antiziganismus und Rassismus finde ich schon relativ wichtig, weil ich sagen würde, dass Antiziganismus nicht ein Teil von Rassismus ist, sondern sich die Zuschreibungen durchaus unterscheiden. Und das haben verschiedene schon vor mir so gedeutet in dieser Trias Antisemitismus, Rassismus, Antiziganismus, dass dem Juden im Antisemitismus vorgeworfen oder zugeschrieben wird, der Herr zu sein, dass dem Schwarzen zugeschrieben wird, der Knecht zu sein und dem vermeintlichen Zigeuner zugeschrieben wird, nicht zu arbeiten und nicht beherrschbar zu sein. Und ich glaube, das ist schon eine relevante Unterscheidung. Wir haben dazu noch die Rückfrage bekommen, ob sich auch die historische Genese unterscheidet. Also ich gehe davon aus, dass Rassismus und Antiziganismus gemeint sind. Ich muss ganz kurz das verstehen, was. Ach so, wie sie sich unterscheiden. Entschuldige, ich bin gerade mit dem Chat so ein bisschen überfordert, wenn ich da so mitlese. Also wie sie sich unterscheiden, habe ich gerade versucht zu erklären. Die historische Genese unterscheidet sich da, zum Beispiel damit, dass Sinti oder Sintize seit mehreren hundert Jahren in Deutschland leben und auch immer Deutsche waren und irgendwann erst zu Fremden gemacht wurden, zum Beispiel. Also das wäre ein relevanter Punkt, wo es sich unterscheidet. Okay. Also zum Beispiel, wenn ich noch mal ganz kurz dazu, also wenn ich von Zuwanderung spreche oder von Asylanträgen in den 90ern, dann geht es immer nur um Romja. Es geht immer nur um diejenigen, die aus dem europäischen Ausland nach Deutschland kommen. Sinti waren schon lange vorher, also wie auch manche Roma natürlich, schon in Deutschland. Und man merkt eigentlich immer dann, wenn das so zusammengenannt wird, also zu einem Wort wird wie Sinti und Roma, dass da jemand vermutlich gar nicht weiß, wovon er redet, sondern die rassistische Fremdbezeichnung versucht, durch das zu ersetzen, was politisch jetzt gefordert ist, wie man es zu benennen hat.
Wir haben noch einen Kommentar, der sich einmal bedankt für die Erklärung zum strukturellen Antiziganismus und sich auch über oder an aktuelle Debatten über eine Erstaufnahmelage in seiner Kleinstadt erinnert fühlt und stellt die Frage, hast du Hoffnung, dass es helfen kann, das zu dekonstruieren durch Analyse, also den strukturellen Antiziganismus, oder denkst du, das sitzt so tief und ist so wichtig für die eigene Identität, dass das schwierig wird? Ich würde sagen, dass Antiziganismus genauso wie Antisemitismus eigentlich der Kitt von Staat, Nation und Kapital ist und dass genau diese zwei Ideologien das zusammenhalten, also in dem der vermeintliche Zigeuner zum Antitypen für den guten Deutschen gemacht wird. Und ich glaube, also gerade diese strukturelle Ebene sitzt so tief, also ich meine, selbst über strukturellen Rassismus, was deutlich verbreiteter ist, schon darüber zu reden, dazu zu forschen und das auch zu thematisieren, selbst dazu, das wird noch länger dauern. Also ich glaube, Antiziganismus ist in vielerlei Hinsicht einfach die Ideologie, die am wenigsten Beachtung findet. Der Völkermord an den Romja und Sintize ist derjenige, der am längsten nicht anerkannt wurde. Und der bis heute eigentlich kaum in Schulbüchern auftaucht. Und ich würde sagen, dass sich da schon Kontinuitäten bis heute zeigen. Es gab ja meine Wissens. Oh, sorry. Ja, vielleicht füge ich da noch ganz kurz was an, was vielleicht sogar mit der Frage nochmal zu den Begrifflichkeiten, die ganz am Anfang gestellt wurde, nochmal das zusammenbringt eventuell. Ich beziehe mich bei meiner Arbeit ganz oft auf den Psychoanalytiker Franz Maciejewski, der eine Antiziganismus-Theorie aufgestellt hat in den 90ern. Also das ist gerade dieser Aspekt zu, dass im Zigeunerischen eine Erinnerung an etwas Eigenes, Verdrängtes auftaucht. Und Maciejewski hat gesagt, dass der Weg zur Aufklärung durch die Macchia der Vorurteile führt. Also er meint, dass man genau diese, die Ressentiments oder die Projektionen, dass die durchgearbeitet werden müssen, um sie zu überwinden. Und ich glaube, das ist auch das, was für mich diesen Begriff schon noch wichtig macht für die Analyse, weil das die Möglichkeit eröffnet, das zu überwinden, also durch die Analyse für Aufklärung zu sorgen. Okay. Ich habe jetzt auch eine Frage über Facebook noch gesehen. Und zwar wird auch da auf Parallelen hingewiesen zu laufenden Debatten um Asyl und um die 2015 und in der Folge an den Grenzen aufgehaltenen Geflüchteten und ob diesen Personen politisch absichtlich ein Bild von dreckigen und verwahrlosten Menschen zugeschrieben würde. Mir fällt dazu vor allem gerade eines ein. Es gab 1992 eine Titelseite vom Spiegel, die ihr vermutlich auch findet, wenn ihr sie googelt, auf der auf einem eine große Gruppe von Menschen, die sehr stereotyp aussehen sollten wie Roma, auf einen Zug kommen und darüber stand oder darunter stand, die Zigeuner kommen. Und genau dieses Bild wurde 2015 vom Spiegel bisschen abgeändert, wieder auf die Titelseite gestellt, als Geflüchtete vor allem aus Syrien kamen. Also da ist es schon sehr offensichtlich. Ich würde sagen, dass sich die Ressentiments gegenüber, also ich glaube, dass die Debatte 2015 schon an vielen Punkten sehr ähnlich verlaufen ist, dass aber die Ressentiments trotzdem an einigen Stellen nochmal unterschiedlich verlaufen. Ich glaube, dass Religion da eine viel größere Rolle gespielt hat. Also es ging darum, dass Muslime nach Deutschland kommen. So war es bei Roma, auch wenn unter Roma genauso auch Muslime sind, nie Thema gewesen. Und also ich glaube, dass da eine andere Angst nochmal die Deutschen vor sich hertreibt, als jetzt in Bezug auf die Einwanderung von Romja. Wir haben da noch eine Nachfolgefrage bekommen, und zwar wie genau der Buchtitel dieses Standardwerkes zu Antiziganismus lautet. Das, was ich meinte von Franz Maciejewski wahrscheinlich.
Geht Das auch ist darauf bezogen jetzt hier. noch nicht mal ein Buch, sondern es ist nur ein Artikel. Er hat insgesamt, ich glaube, drei Artikel dazu auch nur geschrieben. Ich komme gleich darauf zurück, wenn ich sie da habe. Es geht um das geschichtlich Unheimliche von Freud. Ich suche es einfach nebenbei unauffällig raus. Beziehungsweise ich kann den auch gerne verschicken, wenn daran bei jemandem Interesse besteht. Ja, also wir können das auch gerne so handhaben. Die Person schaut ja aktuell auch auf Facebook zu, dass wir es einfach nachher noch in die Kommentare mit reinstellen und es dann dort unter der Aufzeichnung mit anzufinden sein müsste. Dann bleibt es jetzt vielleicht alles schön flüssig, weil ich ja auch wieder noch eine neue Frage an dich heranzutragen hätte, die wahrscheinlich auch Aufmerksamkeit erfordert. Und zwar schreibt jemand, dass er Anfang der 1990er erlebt hat, dass sich Sintis von den Roma sehr distanziert hätten und ob auch so etwas bei deinen Forschungen eine Rolle gespielt hat. Also vielleicht nacheinander. Also meine Forschung hat sich nur auf die Romja bezogen, die nach Rostock gekommen sind, die also als AsylbewerberInnen gekommen sind. Sinti haben sich in dieser Debatte, soweit ich es sehen konnte, gar nicht geäußert. Dass es generell Differenzen innerhalb der Minderheit gibt, stimmt auf jeden Fall. Ich bin jetzt keine Expertin dafür, weil ich mich mit Antiziganismus beschäftige und eben nicht mit der Minderheit. Aber es gibt durchaus Diskussionen darüber, zum Beispiel als vor ein paar Jahren das Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma in Berlin besetzt wurde von Roma, die von Abschiebung bedroht waren, gab es schon eine sehr klare Distanzierung von einigen Sinti oder Sintize in Deutschland, die halt darauf bestanden, dass das Denkmal ein Ort der Erinnerung ist und quasi gar nichts mit den ganz konkreten Kämpfen der Romja für ihr Bleiberecht zu tun hatten. Also man muss sich halt vor Augen halten, dass das irgendwie Leute sind, die sich voneinander unterscheiden, die einer bestimmten Gruppe angehören, eventuell die gleiche Sprache sprechen, also Romanes, aber sonst eigentlich nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben müssen. Okay, also wir hätten jetzt auch die Bitte bekommen, dass, wenn es mit den Links zu den besagten Artikeln klappt, sie doch auch hier in den Chat zu stellen, weil nicht alle Personen parallel auch auf Facebook unterwegs sind. Wie schnell glaubst du denn, kannst du die auffinden? Weil dann könnte ich Ich vielleicht habe noch kurz was zwischenschieben. Okay. zur Psychoanalyse des geschichtlich Unheimlichen heißt der, das Beispiel der Sinti und Roma. Ich schreibe ganz kurz den Titel in den Chat. Der ist von 1997. Achso, und der Name des Autors noch. Franz Maziejewski hat eben, wie gesagt, drei Artikel dazu geschrieben, die sich zum Teil nur marginal voneinander unterscheiden. Er bezieht sich da hauptsächlich. 91 betonte der. Was war das? Ja, ich habe versucht, die Antwort auch auf Facebook bekannt zu geben, wodurch sich aber der Stream mit Tonaufnahme aktiviert hat und ich versucht habe, schnellstmöglich wieder zu unterbinden, dass hier keine Doppelgeräusche entstehen. Aber ich hoffe, es war nicht zu störend. Aber es, ja. Alles gut, ich dachte, mein Internet will nicht mehr. Genau, also Franz Maziejewski hat diese drei Texte dazu geschrieben. Er bezieht sich dabei hauptsächlich auf Freuds Text zum Unheimlichen. Also Freud schreibt in diesem Text, dass es Formen gibt, in denen das Subjekt mit etwas Unheimlichem konfrontiert ist. Zum Beispiel, wenn es einem Alter Ego begegnet, also einer Person, die ihn an sich selbst erinnert. Und Maziejewskis These ist, dass das Auftauchen der Sinti und Roma im Ende des 15. Jahrhunderts das Subjekt an das eigene Verdrängte erinnert.
Aber genau, ich weiß nicht, ob ich den Text selbst rumschicken kann. Nee, aber ich habe den Titel geschrieben, vielleicht reicht das schon. Ja. Okay. Also ich würde noch mal einen Aufruf starten, vielleicht noch Fragen loszuwerden. Es wird mitunter eine der letzten Gelegenheiten jetzt aktuell heute Abend sein. Vielleicht, um etwas Zeit zum Nachdenken zu schaffen, noch einen kleinen Programmhinweis. Als Emma und Fritz-Gruppe haben wir am 4.12. jetzt auch eine Veranstaltung geplant, diesmal in Kooperation mit dem Komma in Esslingen, und zwar zum Thema Youth Against Antisemitism, die auch eigentlich als Präsenzveranstaltung geplant wurde, aber jetzt aufgrund der aktuellen Bedingungen doch digital geführt wird. Es wird einen Vortrag geben von dem Wiener Forscher Florian Markel und wenn alles technisch gut klappt, auch etwas Live-Musik aus Berlin per Stream. Ja, also auch das, denke ich, wird den Umständen entsprechend eine sehr lohnenswerte Veranstaltung. Und jetzt haben wir hier im Chat noch eine Bitte bekommen um Literaturangabe beim Versenden der Aufzeichnung. Also darum können wir uns sicherlich kümmern. Das dürfte ja kein Problem sein, da noch ein paar weiterführende Quellen zu machen, wenn es dann darum geht, hier den Vortrag nochmal nachsehbar zu machen. Und ansonsten sehe ich, glaube ich, weder hier noch auf Facebook noch weitere Fragen. Und ja, habe selbst auch keine mehr notiert. Also wenn du noch irgendwas betonen möchtest, sehr gerne. Ansonsten denke ich, da können wir langsam zu einem Ende kommen. Gut. Also ich kann vielleicht ganz kurz darauf hinweisen, nächstes Jahr ist der 30. Jahrestag von Rostock-Lichtenhagen. Also wenn ihr irgendwo Gelegenheiten habt, dazu was zu organisieren, also jetzt auch gar nicht nur zu Antiziganismus, sondern grundsätzlich zu dem Pogrom und seiner Bedeutung für die deutsche Einheit und so weiter, dann tut das auf jeden Fall. Okay, ja, dann bedanke ich mich auch bei allen, die heute zugeschaut haben und ja, wünsche noch einen schönen Abend.